Ich bin hier heute in der Max-Schmeling-Halle, mitten in Berlin, Prenzlauer Berg. Und das Irre ist, es gibt einen ganz tollen Verein hier, Pfeffersport. Das ist ein Verein, in dem ganz viele Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap gemeinsam Sport machen. Das ist gelebte Inklusion. Es ist ein Zeichen dafür, dass es um Gesundheit geht, um Bewegung, dass Kinder sich hier dummeln. Aber es geht eben auch darum, Unterschiedlichkeit zu leben. Und es ist eigentlich eine Parabel auf unsere Gesellschaft, so wie es hier ist, bunt, vielfältig. So soll es auch in unserer Gesellschaft sein.